Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter, ihr tollen Menschen. Schön, dass ihr hier bei uns auch bei City Skylines 2 einschaltet. Ich dachte mir, ich habe heute Abend ein bisschen frei und ich könnte ja mal ganz, ganz ruhig eine Runde spielen. Genau. Und machen wir jetzt mal. So, neu. Und ich würde sagen, in meinem ersten Spiel habe ich tatsächlich die zwei Berge. Genau das hier habe ich benutzt. Ich glaube, diesmal werde ich das hier nehmen. Nordamerikanisch, minus 4 bis 23. Ja, das machen wir. Karte wählen. Wir wollen natürlich ein europäisches Thema und Nördling außen. So, Naturkatastrophen sind an, Linksverkehr ist aus, alles Freischalten ist aus, unbegrenztes Vermögen ist aus und die Tutorials sind deaktiviert. So. Und es braucht tatsächlich relativ lang zum Laden, auch wenn es von der SSD kommt. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, gehen wir mal ganz kurz auf die Pause. So, gucken wir doch mal. Okay, hier läuft das Wasser raus. Hier kommt der Strom rein. Hier haben wir eine Eisenbahnlinie. Das ist schon mal gut. Wir könnten ja mal ganz kurz gucken. Wind haben wir noch nicht. Okay, können wir noch nicht gucken. So, jetzt würde ich tatsächlich mal anfangen. Mit einem kleinen Kreisverkehr. Hier vorne. So. Und könnten wir ja mal hier so mit der entsprechend großen Straße hier mal so rüber zu gehen. So. Dann nehmen wir mal hier mal so einen 90-Grad-Winkel. So. Und hier gehen wir auch mal geradeaus weiter. Das wird dann quasi so eine große Magistrale. Ja. So. Und dann gehen wir hier mal auf kleine Straßen. Ja. Oh, da könnten wir hier mal direkt auf das Tool gehen. So, kommt hier noch eine Straße rein? Ja, es kommt eine Straße rein. So. Dann könnten wir erstmal hier so anfangen. Jetzt weniger. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Können wir hier mal weiterlaufen lassen. Und können jetzt mal sagen, hey, hier hätten wir gerne erstmal ein bisschen Wohngebäude. Und hier drüben, beziehungsweise, wartet mal, hier so was Kohle. Ah, Mist, das ist natürlich genau die falsche Richtung. Nicht gut. Nicht gut. Aber hinzukriegen. So, dann nehmen wir hier ebenfalls die große Straße. Und gehen mal hier von weg. Ja. Beziehungsweise ein bisschen weiter vom Kartenrand weg. Das sieht gut aus. Mist, das hätte ich... das hätten wir nicht gebraucht. Naja, gut. Okay. Dann gehen wir hier hin. Und wir werden hier gleich mal ein bisschen... Na komm. Hallo? Spiel? Gehen wir hier drüber. Gehen hier hin und schließen uns hier an. Okay, also
Der Wind weht in diese Richtung, dann ist das hier tatsächlich gar nicht so schlimm. So, hier bringen wir dann die Kohle rein. Und wir können hier noch einen kleinen Kreisverkehr schon mal einsetzen. So, und jetzt wollen die Wasser und Abwasser. Ich würde sagen, wir werden hier mal eine Pumpstation nehmen. So. Und da gehen wir auch von hier aus mit einer kleinen Straße hier direkt hin. So. So, und da bin ich immer noch im Rasterbaumodus. Das ist doof. So, jetzt brauchen wir noch ein Abwasser. Den können wir tatsächlich schön hier hin machen. So. Das braucht natürlich noch einen Anschluss. Von hier aus gehen wir auch mit einer kleinen Straße. Wartet mal. Wir bulldozern mal kurz den hier weg. Der stört. Dann gehen wir hier rüber und schließen das hier an. So. Das sind jetzt natürlich eine Menge Straßen. Ja. Ja. Aber davon können wir auch ein bisschen was benutzen. Zum Beispiel hier mal so ein paar Einkaufszentren hinmachen. Und wir fangen mal hier hinten an. So. Und gehen hier auf die... Nee, wir gehen hier auch auf die mittleren Spuren. Gehen hier mal in den Rastermodus. So. Dann ziehen wir das hier mal. So. Ja, ich glaube, so ist gut. Okay, wir müssen nochmal den hier ganz kurz rausnehmen. So. Und, so. Ja, und da habe ich mich natürlich wieder leicht verklickt. Das ist aber nicht schlimm. Wir nehmen den hier nochmal raus. Und ziehen den hier schon mal hier rüber. Und sagen mal hier, hier darf sich mal Industrie ansiedeln. So, währenddessen machen wir hier mal... Gehen wir hier raus, darum kommen wir nicht, warum kommen wir da nicht rum? Bin ich da vielleicht zu nah dran gewesen? So, ich glaube, ich habe zu nah am Kartenrand gebaut. Okay, dann nehmen wir das hier nochmal raus und machen es uns tatsächlich relativ einfach. Das war eins zu nah. So ein Rückgängig-Tool wäre ganz gut. So. Ja, und das jetzt eins zu weit weg. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen bis hierhin. Dann bis hierhin. Und hier schließen wir entsprechend an. So. Okay. Jetzt wollen die Leute noch mehr wohnen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So.
So. Und wir könnten... Ja, wir könnten es so machen. Oh no. Oh no. Das fängt ja schon gut an, Sven. Da wachsen die Bäumchen wieder nach. Ja. Ja. So. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass das hier tatsächlich nicht durchgeht. Das könnten wir tatsächlich hier auch machen. So, bis hierhin. Okay. Winziges Dorf. Ah, und hier haben wir auch so eine... Ah, Mist, wir haben hier ganz doofe Kreuzungen. Da habe ich nicht genau aufgepasst, Leute. So fängt das Spiel natürlich nicht gut an. So, und... So. Und hier gehen wir tatsächlich komplett durch. Und da gehen wir hier mal dahin, dahin, dahin und dahin. Und hier sagen wir mal bitte das hier. Und die Leute wollen noch ein bisschen Einkaufsmöglichkeiten. Könnten wir ja hier mal eine kleine Stichstraße reinsetzen. So. Ja. Und setzen hier mal tatsächlich noch ein bisschen Gewerbegebiete rein. Ja, das kann man, glaube ich, schon so. Das kann man, glaube ich, schon so anbieten. Ja. Mhm. So, da, da. Spezialisierte Industrien können wir noch nicht. Aber wir können bereits den ersten, das ist der, der durchgeht. Genau. Und das wollen wir auch, dass das weiterhin so ist. So, dass das hier quasi eine schöne Durchgangsstraße wird. So. Ja. Und ja, da fängt schon an, dass wir hier so in den Berg reinbauen. Das sieht ganz häufig echt nicht hübsch aus. Nein. Hier, und wir wollen... Yeah. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. And shower with a friend if possible. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough.
Well, no. The Was? Point is we're selling it and bringing money into local That's DuPont. Right. You could mm-hmm. almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. So, welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, auch hübsch kriegen. Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstract and its effect on the human psyche. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Question of authority. So, das sieht jetzt natürlich ganz furchtbar aus. Das werden wir jetzt natürlich wieder angleichen. Bisschen in Richtung Plus angleichen. So. Ja, und das war genau das, was ich vermeiden wollte, dass das hier so in das Wasser geht. Das heißt, wir müssen hier nochmal. Wir müssen hier leider nochmal ein bisschen. So. Ja, ich habe schon gelesen gehabt, dass das. Dass das Terraforming nicht so gut ist. So. Aber ich glaube, so können wir es anbieten. Ja, ich glaube, so können wir das anbieten. Ja. Okay. Ein malerischer Blick über die Müllhalde. So. Ja, und es braucht wohl mehr Bevölkerung. Es braucht wohl mehr Bevölkerung. Judy, dann gucken wir doch mal. Mal sehen, wir könnten ja mal, das hier vielleicht zu Reihenhäusern machen. Und wir nehmen diese Straße hier. Und machen das hier so. Nee, das ist. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, und das hier müsste nämlich dann gleich funktionieren. Genau. So. Genau, und das machen wir hier so. Dann gehen wir hier so runter. 85, 90. So sind das jetzt hier 91 Grad. Nun ja, manche Dinge muss man nicht verstehen. Ach so, weil das Terrain so schlecht ist. Okay. Dann können wir hier nochmal ein bisschen geringe Dichtehäuser hinsetzen. So, das müsste jetzt schön abnehmen. So, mal ein kleines Schlückchen trinken wegen dem Frosch im Hals.
So, und falls ihr euch wundert, ja, ich habe die Nacht ausgeschaltet. Zumindest im Moment. Mal gucken, vielleicht den Tag-Nacht-Wechsel dann irgendwann mal einschalten. So, da steigt wieder ein bisschen der Bedarf an Industriegebieten. Das können wir natürlich gleich befriedigen. Das machen wir auch. Wir nehmen hier erstmal auch wieder die kleinen Straßen. Gehen bis hierhin. Gehen bis 90 Grad hierhin. Den hier. Und da kann direkt schon mal Industriegebiet vorausgeplant werden. Ah, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir wollen ja unser Grundwasser nicht verschmutzen. Mhm. So. Ich weiß, das sieht noch sehr, sehr einförmig aus. Wasser, Abwasser, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ach, hier wurden die größeren Straßen freigeschaltet. Okay. So. Oh, guckt euch an, Leute. Es könnte genauso gut so ein bisschen Alpenvorland sein, oder? Ah, ja, ein bisschen Alpenvorland? Mhm. Wäre ein Ding, ne? Und wir sind mittlerweile bei 600.000, die wir nur noch haben. Könnt ihr gerade nicht sehen, weil ich da drüber sitze. Vielleicht setze ich mich zur nächsten Folge gleich mal aufs Menü drauf. Das könnte ich mal probieren. Ja, ja. Aber noch haben wir ein paar Minütchen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Und genießen hier mal den schnellen Bau. Hier hinten kommen schon die ersten Reihenhäuser. Ja, guckt euch das an. Ah, ist doch hübsch. Hier sind schon die ersten fertig. So wie so eine typische Neubausiedlung, ne? Ja. Ja, viel müssen wir gerade nicht machen. Wir warten ein bisschen und lassen Erfahrungspunkte reinpurzeln. Ich gestehe, dieses Erfahrungspunktesystem, ich find's total gut. Ich mag das. Das, was ich nicht so mag, ist das Gebabbel im Radio. Und vielleicht habt ihr ja da einen Tipp. Ich habe hier normalerweise das Music nonstop an. Aber selbst da babbeln so häufiger mal rein. Ach, beziehungsweise, wartet, schwupp, Ads und fertig. Dann babbelt niemand mehr. Juhu, ich hab's gefunden. So, wir brauchen mehr Bewohner. Ja, das werden wir gleich mal hier in Angriff nehmen. So, wir wollen... wie weit gehen wir denn? Hier hin? Ja, doch. 50. Hier. So. Dann gehen wir hier rüber. Ja, und jetzt wird es nämlich hier schon ein bisschen mehr. Ein bisschen diverser. Ah. Da haben hier gerade noch ein paar Leute gebaut. Brauchen wir also nicht. Aber die Leute wollen Einkaufsmöglichkeiten. Und das werden wir jetzt mal hier so in Angriff nehmen. So. Ja, so ungefähr diese Richtung. Ja. Dann nehmen wir die 90 Grad, genau. So. Und dann gehen wir hier rüber. Machen hier mal. So. Können wir hier schön das hier reinmachen. Und hier. Ah, wir könnten mal. Wir könnten hier mal die Kreisverkehre freischalten. So. Als nächstes mache ich dann die Parkplätze.
hier hin. Jetzt mal. Ja, da verschwinden jetzt ein paar Dinge. Aber das sollte hier den Verkehrsfluss ein bisschen verbessern. Ja. Hier lassen wir die Ampel. Den lassen wir auch. Weil das soll ja dann hier quasi eine Hauptstraße weiter werden. Mir ist klar, dann müssen diese Teile hier verschwinden. Dann nach und nach. So. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal tatsächlich hier hin und sagen, hier, liebe Leute, hier habt ihr Platz für Reihenhäuser. Ja, hier habt ihr Platz für Reihenhäuser. Und hier machen wir noch ein bisschen so Vorstadt. Also, wir haben hier auch schön Einkaufswege. Ein kleines Dorf. Juhu! Okay. Die wollen aber noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Okay, Leute, wie sieht's denn hier gerade aus? Mal so. Wo war's denn? Verkehrsfluss? Ja, hier hinten wird der Verkehrsfluss schon etwas schwerer. Warum ist er denn hier hoch und außen rum? So, okay. Ja, hier wird dann schwer, weil hier natürlich alles wendet. Und hier auch, das ist okay. Mal ganz kurz. Hier. Man hatte doch eine Übersicht. Ja, wir sehen, wir kriegen tatsächlich noch ordentlich Zuschüsse. Ich hab doch irgendwo die Übersicht. Ah, Bevölkerung. So. Arbeitnehmer, Arbeitsplätze. Wir bräuchten viel mehr Arbeitnehmer. Wir brauchen viel, viel mehr Arbeitnehmer. Ja. Und wir werden jetzt hier mal tatsächlich mittlere Dichte. Ist beides mittlere Dichte. Wir könnten hier mal das machen. Das müsste gleich eine Menge von diesem Bedarf hier decken, genau. Und dann gehen wir hier hinten. Die Straßen sagen hier mittlere Dichte. Ja, hier ist das Wohnen nicht so schön. Und jetzt gucken wir nochmal hier auf die Bewohner. Ja. Und wir sollten sehr, sehr frühzeitig damit anfangen, uns hier mal um Schulen zu kümmern. Ja, das gefällt mir. Dann gehen wir hier lang. So. Und gehen hier hin. Und hier. Ja, das gefällt mir. Aber wir werden mit den Leuten werden wir jetzt mal hier weitermachen. So. Ach, das können wir ja eigentlich bis hier hinziehen, ja. So, und hier bleibt dann auch ein bisschen Wald drin. So, hier können wir noch ein bisschen niedrige Dichte Häuserchen setzen. Und hier machen wir genau das. Gehen hier rüber. Und werden hier noch ein bisschen kommerzielle Zone reinsetzen. Das müsste ja eigentlich von hier aus gut erreichbar sein noch. Das wird hier definitiv dann noch Parkplätze geben. Ah, wir haben ja die Punkte. Können wir ja hier schon mal Parkplätze freischalten. Das finde ich eine richtig gute Idee. Gleich mal schön hier in Parkplätze investieren. Wir lassen hier mal Platz für die Straße. Ja, machen das so. Okay, wie sieht es denn hier jetzt gerade aus mit Schülern? 67 von 1000, okay. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal hier. Es sind immer noch viel zu wenig Arbeitnehmer. Ja. Es sind schon ganz schön viele alte Leute hier. Okay.
Hier kommt gerade die... die Dichte. Die könnten wir hier tatsächlich mal hier reinsetzen. Und wir müssen hier mal... Die Industrie möchte gerne ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit. Ah, da, da, da. Das natürlich, ne? Halt, das war daneben. Wir gehen bis hier hin. Ja. Hier und hier. Und werden hier direkt noch ein bisschen Industrie machen lassen. Und nehmen hier die Mehrfachstraße, also die vierspurige, und lassen die hier mal mit reinmünden. Genau. Ja. So. Modus? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Hm? Ja, das ist doch ein schön... Oh, das ist ein schöner Ausblick. Davon machen wir einen Screenshot und das wird der Ausblick auf die Stadt, wenn ihr dann das Bildchen seht, das ankündigt, dass die Folge da ist. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Sven. Ciao, ciao. No? Da ist es.